So schön, so attraktiv, so spannend kann Fußball sein. Hoffentlich auch in Durchgang 2. Ja, ich bin da ganz guter Dinge, Mann. Ich habe das Gefühl, hier kommt noch einiges. Weiter heißt es, aufgepasst. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten. Und dann hält er den Ball auch noch fest. Modric. Ein Steilpass, da steht immer drauf, Risiko. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Sie geben sich mit diesem lachhaften Unentschieden nicht zufrieden. Sie wollen in Führung gehen, das merkt man. Marcelo. Bale. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Mit dem Unentschieden, da sind sie nicht zufrieden. Sie drücken jetzt hier auf den Führungstreffer. Ach, da fehlte eigentlich nicht so viel bei diesem Weitschuss. Finde ich gut, dass er sich von da traut. Wirklich schade für ihn. Allein für den Mut, von da abzuziehen, hätte man ihm den Treffer gegönnt. Zumindest als Fan des Teams. Khedira. Das sah eigentlich gut aus, wie sie da das Spiel aufzuziehen versuchen. Aber der Gegner, er hat gut aufgepasst. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Klasse Zuspiel. Geht er rein? So, jetzt liegen sie in Führung. Da macht er das dritte Ding hintereinander. Der wird glücklich sein heute. Aber jetzt guck dir das nochmal an da in der Wiederholung. Das ist Killerinstinkt pur. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Real Madrid liegt hinten. Sergio Ramos.
Modric. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Raus mit Applaus, feines Gefühl für ihn. Der Mann hat eine super Leistung gezeigt und lässt sich hier zu Recht von den Anhängern feiern. Stimme ich absolut zu. Sehr, sehr gute Partie von ihm. Der Trainer muss da zufrieden sein und die Fans fiebern seinen nächsten Auftritten schon entgegen. Es muss Einwurf geben. Einwurf jetzt. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Den Ball sofort verarbeitet. Das wäre die uneinholbare Führung gewesen. Und es war natürlich eine hundertprozentige Chance. So, jetzt muss der Torwart ran. Gutes, schnelles Passspiel. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Und weg ist der Stürmer. Ball im Aus, gibt Einwurf. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Bale. Cristiano Ronaldo. Marcelo. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird es geben. Jetzt hat jeder gesehen, diese Tätigkeit musste einfach mit Gelb geahndet werden. Und das hat der Referee vollkommen richtig entschieden. Sehr gut gesehen. Hut ab. Und so viel Eckbälle hat es heute schon gegeben. Pepe! Ja, dann ist so ein Kleinen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht rankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Der Ball prallt von Cristiano Ronaldo ab und geht ins Aus. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus.
Rukavina. Gibt Einwurf. Modric. Khedira. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Jetzt schießt er und... Tja, da wird er heute nicht gut schlafen. Ein Eigentor. Ach du meine Güte, da willst du nur noch in den Boden wachsen oder dich in der Kabine verkriechen. Kuriose Situation und dann so ein dummes Eigentor, ganz bitter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Rukavina. Jetzt kann er flanken. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Rukavina. Gut gemacht vom Verteidiger. Unter Druck hat er den Ball ins Seitenhaus gespielt. Pepe. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher und regelt das locker. Und wieder ist er auf dem Posten. Der ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Der Mitte, wo sich sonst alles knubbelt, da ist es jetzt frei. Das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Der Gegner hat sich die Kugel bereits wieder erobert. Modric. Sergio Ramos. Achtung, jetzt! Logisch, das muss Eckball geben. Sich auf den Weg zur Seitenauslinie vom Publikum feiern. Und das ist ihm auch zu gönnen nach dieser klasse Leistung. Nicht genauso, hat sich voll reingehängt, starke Szenen gehabt und bei dem Trainer viel Freude. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat, und so ganz einfach war das eben nicht. Eine unfaire Attacke, ein Foul, Freistoß gegen Real Madrid. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung, gelb. Er trifft hier klar den Gegner. Das war ein Foul. Keine Frage. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Modric. Abseits gepfiffen. Ja, es war knapp, aber der Schiri mit exzellentem, um nicht zu sagen mit Adlerauge, richtig entschieden.
Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Modric. Abseitsentscheidung korrekt. Ja, was sind das denn für komische Zahlen, die Abseitsstatistik? Ja, das hängt natürlich mal nicht mit dem Offensivdrang von Real zu. Und! Oh, da ist noch alles drin. Oh, das war der Pfosten. Aber da ist noch alles drin. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und damit gehen sie in Führung. Warum der Ball reingegangen ist, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Nein, und es war kein Eigentor, es war am richtigen Ende des Platzes, das sieht man selbst. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Damit haben wir hier die Führung für die Mannschaft von Real Madrid. Modric. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Die Chance! Gut geklärt hier und damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Da musst du kämpfen um den Ball, dann hast du ihn auch. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen Abseits. Zu früh gestartet, Abseits. So, und es wird sehr, sehr oft gemeckert über Schiedsrichter. Hier alles wunderbar, korrekte Entscheidung, Abseits. Zimmer. Rukavina. Ball im Seitenaus, Einwurf. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Sergio Ramos. Muss Einwurf geben. Einwurf. Sergio Ramos. Ja, nicht nur auf der Linie rumhampeln und rumspringen, auch mal rauslaufen und sich den Ball holen. Ja, das ist der moderne Fußball. Das ist genau das, was der Trainer vom guten Keeper verlangt. Mitspielen und damit gleich den Konter einleiten.
Fabio Contrao. Ja, es gibt Einwurf. Khedira. Fabio Contrao. Und nun hat Real Madrid den Ball. Bale. Gibt Einwurf. Sergio Ramos. Schützenfest heute. Ja, da lässt er den Gegner ins Leere grätschen. Ja, wunderbar gemacht. Sehr, sehr schön. Das ist sofort abgezogen. Und der Ball ist drin. Da ist jetzt wirklich noch ein Pünktchen drin. Die anderen müssen aufpassen. Ja, dieses Tor kann noch teuer werden. Und das ist genau die richtige. Eine fantastische Flanke. Da hatte die Abwehr überhaupt keine Möglichkeit einzugreifen. Die Stürmer auf beiden Seiten geben heute wirklich alles. Heute ist Stürmertag. Pepe. Ein weiter Ball auf Karim Benzema. Bale. Was ist das für ein Pass? Da hat es der Verteidiger nicht schwer. Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Und jetzt geht die Post hier richtig ab. Sie wollen den Ball ins gegnerische Tor reinbrüllen. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Bitte rein! Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Ja, da hilft ein Mannschaftskamerad aus. Jetzt ins Tor. Das ist das Tor. Das Tor, das zählt nicht. Das war eindeutig abseits. Und das hat der Assistent mit seinen Adleraugen klar erkannt. Tja, hier wurde Abseits gegeben statt Tor. Was sagst du dazu als Fachmann, Buschi? Die Entscheidung war wohl korrekt. Knappes Abseits ist auch Abseits. Es bleibt spannend. Kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Linie gerettet.
Cristiano Ronaldo. Und mit einem weiteren Treffer können sie das Spiel jetzt entscheiden. Die Schlussphase dieser Partie. Und die Fans von Real Madrid, sie singen. Sie haben keinen Zweifel mehr am Sieg ihrer Mannschaft. Ich teile diesen Optimismus. Das Team spielt extrem souverän. Sergio Ramos. Ein wunderbarer Ball. Achtung! Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Die Chance. Sergio Ramos. Ja, wenn er jetzt mal ein Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei, Mané, denn an den kann er nicht rankommen, da muss er 40 cm größer sein. Weiter heißt es aufgepasst. Oh, in dieser entscheidenden Phase der Partie entscheidet er auf Strafstoß. Super gehalten. Exzellent. Wahnsinn. Modric. Jetzt müssen sie es aber wissen, dass der Mann gefährlich ist. Jetzt hat er schon zwei Tore gemacht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Für die Zuschauer. Keine Taktik, nur Tore, Tore, Tore. Die Fans von Real haben Spaß, denn ihre Mannschaft geht hier als Sieger vom Platz. Sehr unglücklich. Ich weiß ja auch nicht, ob der Gegner sich so richtig drüber freuen kann. Ja, ich glaube schon. Das ist natürlich nicht ganz so schön durch ein Eigentor, aber sie haben das erzwungen. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manny Beugmann. Bis bald. Tschüss.
Benzema. Und der Ball ist drin. Benzema!